auch immer der Dämon hin ist. Können wir mit der Stadtwache reden? Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Meister Markus hat gesagt, ich könnte Magier werden. Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Mehr ist hier leider auch nicht. Okay, da ist aber kein Schild. Kann ich nochmal mit dem reden? Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Nein, lieber nicht. Du hast den Hauptpreis schon gewonnen. Und bei deinem Glück stehe ich bald in Unterhosen hier. Dann lassen wir es lieber. Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Ich muss irgendwie... Ich habe schon genug Krabbelviecher mitgenommen. Ich muss irgendwie klein werden. Ich brauche diesen Ring, aber ich weiß nicht, wo ich ihn herbekomme. Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Der Trank lässt alles um mich herum größer werden. Das hilft mir, wenn ich zum König der Diebe in die Kanalisation will. Also schön. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen, aber eben noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Vielleicht können wir jetzt mit dem Krämer reden. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich komme nicht in die Kanalisation. Ich bin zu groß. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen. Aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Ohne den Ring kann ich den König der Diebe nicht zur Strecke bringen. Ach, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. So, und jetzt muss ich mal gucken. Man muss das, glaube ich, in einer bestimmten Reihenfolge machen. Das ist der Ring des Händlers. Angeblich soll er seinen Träger schrumpfen lassen. Das ist der Ring. Mal sehen, ob er funktioniert. Das ist ja ekelerregend. Aber immerhin bin ich geschrumpft. Okay.
Ist das Elixier? Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ich sollte ihn in der Nähe des Eingangs trinken. Dann komm halt dahin. Also schön. Es muss wohl sein. Okay, jetzt bin ich klein genug. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Also los. Uff, der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du und was willst du? Guckt euch mal bitte das an. Das ist ein Zahnstocher und das sieht aus wie eine Cocktailtomate, die halb ausgebissen ist. Mein Name ist D'Artagnan und ich bin der beste Fechter der ganzen Welt, en garde. Ein Fechtkämpfer, sehr gut. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ich bin der mächtige Magier Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Na schön, Wilbur. Und wie kann ich dir helfen? Wo hat er das denn jetzt hingesteckt? Ich habe sie draußen beim Stand des Krämers gesehen. Das war beeindruckend. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen sie vor wie ein echter Held. Dabei sind sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Warum sind Sie ein Dieb geworden? Warum tun Sie das? Warum stehlen Sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein, dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Richtig. Könnt ihr nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Aber müssen sie denn stehlen? Können sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen, aber wie soll ich die anderen dorthin bringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen Vieren laufen. Ich kann niemanden zurücklassen. Wer wohnt denn alles mit Ihnen hier unten in der Kanalisation? Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergenbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Oh, wie schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwarten. Okay. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war, da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation... Verrückt. Ich habe einen Auftrag, ich soll sie unschädlich machen. Ich habe einen Auftrag vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkragen dafür? Nun, ich darf mir dafür 3 Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Du bist ein Kopfgeldjäger, Wilbur Wetterquarz. Nein, nein. Ich bin auf wichtiger Mission unterwegs. Und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Ich brauche dringend ihre Maske. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder?
Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Willst du mich denn töten? Nein. Nein. Könntest du mich denn töten? Nein. Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen. Und wenn ich euch genug zu essen besorge? Aber wenn ich euch genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher, aber wo willst du so viel Essen finden? Willst du es stehlen? Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Ja. Ja. Allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Würdet ihr das tun? Na klar, das ist der Deal. Du besorgst uns etwas Essbares, nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch ihre Maske. Na gut, wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Kein Problem, hoffe ich. Okay. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Okay, dann schauen wir uns doch nochmal das Sandwich an. Das Sandwich wäre genau richtig für die Ratten. Aber ich kann es nicht einfach aus der Tasche nehmen. Herr Schildträger würde es bemerken. Dann fragen wir ihn doch. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Ihr Riesensandwich dort. Könnte ich davon etwas abhaben? Herr Schildträger, würden Sie mir vielleicht ein wenig von Ihrem Riesensandwich abgeben? Nee. Ganz sicher nicht? Warum sollte ich? Der Tag ist noch lang. Und ich will auch in meiner nächsten Pause noch etwas zu futtern haben. Wie könnte ich Ihnen das Sandwich vielleicht abkaufen? Könnte ich Ihnen das Sandwich vielleicht abkaufen? Nein, Gold kann man nicht essen. Da ist etwas dran. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen um das Sandwich? Und wie wäre es, wenn wir um das Sandwich in einem spannenden Spiel gegeneinander antreten? Was für ein Spiel? Sie nennen mir eine Zahl zwischen 1 und 100 und wenn Sie daneben liegen, bekomme ich das Sandwich. Und was bekomme ich, wenn ich richtig liege? Keine Sorge, dazu wird es nicht kommen. 2 Sandwiches? Nichts dabei sein, ist alles. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sie werden nicht gewinnen. Ich glaube, ich finde dein Spiel ziemlich blöde. Dann schlagen Sie doch ein besseres vor. Da gibt es nur eins. Ein Duell. Auf Leben und Tod. Es ist ja nur ein Sandwich. Ein Kartenspiel? Natürlich. Was dachtest du denn? Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Sandwich? Klar, warum nicht? Ich habe noch nie verloren. Ich bin der ungeschlagene Seefels-Champion aller Klassen und aller Zeiten. Okay, wie funktioniert das Spiel? Wie funktioniert dieses Spiel?